Jetzt wird's wirklich kompliziert. Okay, wir sprechen in diesem Video über alle Deleted Scenes aus Jurassic World Dominion. Und das wird ein bisschen komplizierter. Ich muss das ganz kurz mal erklären, bevor wir das Video jetzt hier starten. Denn wir haben einmal die Kinofassung und wir haben die Extended Edition bekommen. Das heißt, die Szenen, die in der Extended Version dabei waren und eben nicht im Kino-Cut, sind ja aus Kino-Cut-Sicht Cutscenes aus der Extended Edition. Und auch da gibt es nochmal Szenen, die nicht in der Extended Edition gelandet sind, die wir einfach gar nicht gesehen haben. Ich dachte mir, wie ziehe ich das Ganze jetzt hier auf? Und ich werde als Grundstein für dieses Video die Kinofassung nehmen und werde bei jeder Szene dazu erwähnen, ob die herausgeschnittene Szene im Extended Cut enthalten gewesen ist oder eben nicht. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das Ganze vorstelle. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem letzten Deleted Scenes Video der Jurassic World Reihe. Fangen wir einfach mal mit dem an, was jeder Kinobesucher noch direkt auf dem Schirm habt. Wisst ihr noch damals, als der 5-Minuten-Prolog zu Jurassic World Dominion veröffentlicht wurde? Das Ganze war am 23. November 2001. Da haben wir das als YouTube-Video bekommen mit der ganz klaren Aussage, das hier ist der erste, das ist der 5-Minuten-Prolog zum Film Jurassic World Dominion. Und dann haben wir im Kino gesessen und haben dann gemerkt, der Prolog ist gar nicht im Film. Der Prolog fehlt einfach im Film, obwohl der irgendwie essentiell dazu beiträgt, auch nur ansatzweise zu verstehen, was diese Geschichte mit Rexy und dem Giganotosaurus auf sich hat. Zweifellos wurde dieser Clip aufgrund der Zeit gestrichen. Also der Kinofilm hat ein Limit bekommen, wie lange er wirklich gehen darf, und wäre dann mit diesem 5-Minuten-Clip wohl über die Zeit drüber geschritten. Ich denke mir, da hätte man vielleicht andere Sachen eher weglassen können als das, weil das ja wirklich wichtig ist. Auf jeden Fall gab es diesen Clip nicht in der Kinofassung. Ein paar von euch haben mir geschrieben, doch Tobi, ich habe den Clip im Kino gesehen. Ich glaube euch das erst, wenn ihr mir da irgendwelche Links oder Quellen zugeschickt habt, weil ich habe da wirklich mal nachgeschaut. Es gab diesen Clip laut offiziellen Angaben von Colin Trevorrow und Universal einfach de facto nicht im Kino. Es gab auch keine Pressevorführung, die den Extended Cut anstatt den Kino-Cut gesehen hat. Sowas gibt es laut den offiziellen Aussagen eben nicht und ich habe auch nichts dazu gefunden. Wenn ihr was dazu gefunden habt, dass es doch der Fall gewesen ist, dann schreibt mir das bitte mit Quelle in die Kommentare. Ich werde da nicht mehr extra danach googeln. Wenn ihr jetzt meint, doch, das gibt's, dann mit Quelle. Ansonsten kann ich damit gar nichts anfangen. Owen trifft auf Ryan Delacorte, ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen, oder Rain, wird der Name Rain ausgesprochen, wegen dem Doppel-N, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das auch eine Szene, die wir im Kino-Cut nicht gesehen haben, aber im Extended-Cut. Und da muss ich sagen, generell, der Extended-Cut lohnt sich auf jeden Fall mehr als die Kino-Version. Wenn ihr also die Wahl habt, euch eine Version zu kaufen, dann bitte die Extended-Variante, obwohl ich glaube, dass der Kino-Cut nach und nach sowieso immer mehr aus den Regalen verschwinden wird, weil das eben ein Cut ist, auf den Colin Trevorrow auch nicht stolz gewesen ist, der ja selber sogar gesagt hat, nee, eigentlich sollte der Extended-Cut die Kinofassung sein. Was passiert in dem Clip mit zwischen Owen und eben Rain? Wir bekommen eine Szene, die ich tatsächlich irgendwo mag, weil sie mir so sauer aufstößt. Also das ist eine ganz unangenehme Szene, die direkt da ansetzt, wo Owen dann die Parasaurolophus-Herde einfängt. Und er leitet dann eben einen Parasaurolophus, den wir auch aus dem Trailer kennen oder aus dem Kinocut kennen, wo er die Hand auf die Schnauze legt, um ihn eben zu beruhigen mit dem klassischen, was er halt immer macht. Dieser Parasaurolophus wird dann von Owen und noch einer Gruppe dieser Wildlife-Soldaten oder Wildlife-Ranger in Sicherheit gebracht. Auf dem Weg in ein sicheres Reservoir kommt dann allerdings Rain mit einer Gruppe von Söldnern mit dazu und die weisen sich auch als solche legitimen Ranger aus und Owen sagt dann, Moment mal, keiner von uns kennt euch hier, weil wir sind solche Ranger, und dann zeigen sie eben so die Ausweise. Und dann, ja, eskaliert der Konflikt auch relativ schnell, dann plötzlich werden Gewehre und Pistolen gezogen, aufeinander gerichtet, und Owen übergibt dann letztendlich den Parasaurolophus an Rain und wir erfahren kurz vorher, dass die Knochen eines solchen Dinosauriers bis zu $1 Million auf dem Schwarzmarkt wert sein können. Rain reitet daraufhin mit dem Parasaurolophus weg und wir als Zuschauer wissen, Moment, der killt den doch jetzt. Und ja, tatsächlich wurde das auch schon von Colin Trevorrow bestätigt, dass der Dinosaurier tot ist, weil Owen dann nämlich sagt, er ist einem Kampf aus dem Weg gegangen, weil er jetzt eine Familie hat. Ja, ich werde jetzt hier nichts dazu sagen, sonst heißt es wieder, ich hate den Film. Ich erzähle euch einfach nur, was de facto im Film passiert, und ihr könnt euch dann eure eigene Meinung dazu selber bilden.
Ebenfalls nicht im Kino-Cut enthalten, aber in der Extended-Version ist Macys allererstes Treffen von auf Blue gewesen, wo sie dann mit dem Fahrrad über eine Brücke drüber fährt in so eine kleine Vorstadt mitten im Schnee. Keine Vorstadt, das ist einfach eine kleine Stadt im Schnee. Dahinter kommt keine Großstadt mehr. Einfach eine kleine Stadt im Schnee. Und dann hört sie zuerst Blue und dann sieht man auch Blue ganz kurz am Bild vorbeihuschen. Und das Ganze gab es eben auch nicht im Kinocut. Kurz nach dieser Szene betritt Macy eben in diesem kleinen Dörfchen in der Einöde einen Laden, um Köder und so einen Schokoriegel zu kaufen, und wird von einer Frau angesprochen, warum sie denn nicht in der Schule sei. Und Macy antwortet dann daraufhin, dass sie von zu Hause aus unterrichtet wird. Und dann sagt die Verkäuferin daraufhin, ist klar. Hey, haben wir die Szene gebraucht? Wie gesagt, kein Kommentar von meiner Seite aus. Es ist einfach so, diese Szene hat in der Kinofassung gefehlt und ist dann in der Extended-Fassung mit dazugekommen, um den Film zu bereichern oder so. Blue zerfleischt kurz darauf zwei Jäger, ebenfalls eine Szene, die es nicht im Kino-Cut, aber in der Extended-Version gegeben hat. Da will ich ganz kurz meine Kritik dazu äußern, da kann ich jetzt auch meine Klappe nicht halten. Das ist eine Szene, wo wir quasi mitbekommen, wie zwei Jäger Beta jagen, beziehungsweise Beta im Visier haben und auf der Jagd sind, und die schießen dann aber daneben und Blue bekommt das mit, und dann sprintet eben Blue auf die beiden Jäger zu und frisst die dann. Ich weiß nicht, was bei der Szene passiert ist, aber die sieht wirklich extrem seltsam aus. Ich will wirklich auch mal von euch die Meinung in den Kommentaren wissen. Geht das nur mir so? Ich meine, wie Blue hier rennt, das sieht schon extrem bescheuert aus. Dazu noch dann gepaart mit so einer Zeitlupe-Montage. Irgendwie ist das so eine ganz, ganz seltsame Szene, und die hätte man zum Beispiel auch rausschneiden können. Ich hätte sie einfach gar nicht gebraucht. Eine Szene, die es weder im Kino noch in der Extended-Version gegeben hat, stammt aus dem sogenannten Junior-Roman. Das ist einfach ein Roman zu Jurassic World Dominion, der nach einem der allerersten Drehbuch- oder Drehbuchauszüge entworfen wurde. Das heißt, wenn ihr diesen Roman lest, dann könnt ihr zum Teil auch wirklich Szenen erhaschen oder Szenen lesen, die es weder in den Kino-Cut noch in die Extended-Version geschafft hatten. Unter anderem ist diesem Junior-Roman eine Szene hinterlegt, in der Macy Beta mehrere Tage lang mit Toastbrot gefüttert hätte. Es wird beschrieben, dass Macy sich Marmeladenbrote schmiert und dann eben Beta auftaucht und sie sich schon anfängt zu fragen, warum sieht Beta denn genauso aus wie Blue? Blue taucht daraufhin aber erstmal noch nicht auf, weil Blue wahrscheinlich gerade am Jagen ist, und Macy füttert sie dann eben mit Marmeladentoastbroten, und irgendwann will Beta das aber nicht mehr fressen, und Macy erwidert dann daraufhin, das nächste Mal bekommst du Erdnussbutter auf dein Toast. Kurz danach taucht eben Blue auf, und dann wird die Szene so weitergehen, wie wir sie auch im fertigen Film im Extended Cut gesehen haben. Als Blue dann eben auch hinter Beta auftaucht und dann Owen eben auch sagt, okay, pass auf, wir müssen uns langsam von ihr wegbewegen, und Macy fragt dann, sie wird uns doch nichts tun, oder? Und Owen sagt, doch. Und ja, das Ganze hätte eben dann mit so einem täglichen Brotfütterungsritual eingeleitet werden sollen. Dass man das nicht mit reingenommen hat, verstehe ich vollkommen. Das wäre halt echt total sinnfrei und langgezogen gewesen. Wie gesagt, im Junior-Roman, ich glaube, als in Buchform ist es wesentlich angenehmer, sowas zu lesen. Generell kannst du ja in Buchform Sachen ein bisschen länger ausschmücken. Wir werden auch hier im Video jetzt noch ein paar andere Szenen besprechen, die es eben auch in diesem Buch gegeben hat. Das Buch habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. Wenn es dich eben interessiert, kannst du da gerne mal draufklicken, dir das Buch auch zulegen, damit du eben diese Szenen auch dir mal wirklich Seite für Seite durchlesen kannst. Die Szene, in der Ellie Sattler die gefangene Heuschrecke abholt, ist nicht im Kino-Cut, nur im Extended-Cut zu sehen. Das ist eine Szene, die nach dem großen Angriff der Heuschrecken zu Beginn des Films Jurassic World Dominion einsetzt, indem wir dann im Kino-Cut nur sehen, wie Ellie quasi Biosyn die Schuld für den ganzen Vorfall gegeben hat. Im Extended-Cut sehen wir dann allerdings auch noch, wie Ellie in das Haus der Farmer, die eben von diesem Angriff betroffen waren, in das Haus reingeht und dann eben die einzig gefangene oder die einzig lebend gefangene Heuschrecke, die ungefähr so groß ist, inspiziert und dann eben mit zu Dr. Alan Grant nimmt. Interessanterweise war das hier im Junior-Roman auch ein bisschen anders gewesen, denn im Film sehen wir ja, dass zwei Kinder eben diese Heuschrecke einfangen und die Mutter der Kinder dann eben Ellie Sattler anruft. Im Junior-Roman treffen wir hier nicht auf die Mutter der Kinder, sondern auf den Vater der Kinder. Das hat man aus irgendwelchen Gründen dann eben auch wieder geändert, und mehr ist dann aber auch nicht anders. Die erweiterte Szene in der Ausgrabungsstätte mit Dr. Alan Grant sehen wir im Extended Cut, der ist nicht im Kino-Cut vorhanden, wo wir dann eben zwei Mädchen sehen, die sich über Dr. Alan Grants Arbeit lustig machen, weil die eben sagen, warum gräbst du noch Dinosaurier aus, während wir doch hier echte Dinosaurier haben, und dann zeigen die so ein Handy,
Da kann man dann den T-Rex sehen und Alan Grant will dann eben erklären, ja, weil nur in diesen echten Gesteinsbrocken echte wissenschaftliche Entdeckungen gemacht werden können. Die Szene ist wie gesagt nur im Extended Cut vorhanden. Im Junior-Roman wird darauf aber auch noch eingegangen, dass es sich bei diesen beiden Mädels um Touristen handelt, um Touristinnen handelt, die eben diese Ausgrabungsstätte besuchen. Das soll natürlich eine Kritik an die heutige Gesellschaft sein, die alles glaubt, was im Handy zu sehen ist. Apropos alles glauben, an diejenigen, die das Video von mir gesehen haben und sich wirklich gedacht haben, dass ein echtes News-Video ist, ihr müsst wirklich auf die Quellen klicken, die ich euch dazu mitgebe. Nein, das hier ist ein April-Scherz gewesen und kein offizielles Video. Sehr lustig und irgendwie auch sehr beängstigend, wie viele von euch das wirklich geglaubt haben, obwohl ich immer wieder darauf hingewiesen habe, dass ihr das offizielle Interview unten in der Beschreibung findet. Das heißt, wenn ihr draufgeklickt hättet, hättet ihr das mitbekommen. Das haben wirklich nicht alle gemacht. Tatsächlich waren es erschreckend viele, die einfach meinen Worten geglaubt haben und ja, so viel eben dazu. Diese Kritik wird auch hier in Jurassic World Dominion nochmal aufgehoben. Im Junior-Roman geht die Szene, in der Ellie und Grant sich zum allerersten Mal seit Jahren wieder treffen, noch ein bisschen länger. Grant fängt noch im Zelt an, diese Heuschrecke zu inspizieren, und zwar mit so einem Bleistift fängt er an, an der rumzustochern und dann eben, zu gucken, wie sich das Tier verhält. Grant fragt Ellie daraufhin, ob sie das Landwirtschaftsministerium schon kontaktiert hatte, und sie sagt nein, weil Biosyn Genetics heutzutage so groß in der Landwirtschaft selber mit drin steckt, dass die einfach auch Einfluss auf so ein Ministerium hätten und deswegen würde das überhaupt nichts bringen. Eine Sache, die ich im Film dann doch sehr gerne gesehen hätte, weil das beantwortet auch meine Frage, warum Ellie Sattler und Grant oder generell die Leute nicht einfach an die Regierung gegangen sind, weil Biosyn da sehr stark drin gesteckt hat, was nochmal verdeutlicht, wie mächtig Biosyn eigentlich gewesen ist. Und ich sag's, ey, wenn wir ein Jurassic Universe bekommen, dann will ich einen Film über Biosyn haben. Ich will wissen, wie die es geschafft haben, so aufzusteigen, Leute zu erpressen, sich so in die Regierung einzuschleusen. Ich meine, kam Biosyn für euch so mächtig rüber im Film? Für mich nicht, weil die sind dann untergegangen, weil Hutchinson Heuschrecken anzünden musste. Naja, so viel auf jeden Fall dazu. Das Ganze hätte noch im Junior-Roman wurde das Ganze erwähnt und hätte auch später eigentlich noch im Film erwähnt werden sollen, aber die Szene wurde eben rausgeschnitten, sowohl aus dem Extended Cut als auch aus dem fertigen Film, den wir im Kino gesehen haben. Noch dazu sollten wir eigentlich hier einen ziemlich coolen Spruch bekommen, den ich auch gerne auf der Leinwand gesehen hätte. Diesen Spruch gab es aber auch weder im Kino-Cut noch im Extended Cut, nur im Junior-Roman. Da geht es dann darum, dass Ellie versucht, Grant davon zu überzeugen, dass Grant doch mitkommt, auf die Mission, Biosyn jetzt wirklich zu entlarven und auszuhändigen. Und Grant sagt daraufhin, ey, immer wenn ich irgendwo mit dabei bin, wird es meistens äußerst chaotisch. Womit er eigentlich auch recht hat, wenn wir mal genau sind, ist das wirklich der Fall. Ich würde das Ganze noch mehr auf Ian Malcolm beziehen, aber bei Grant stimmt das natürlich auch. Ellie erwidert daraufhin, dass Chaos in der Welt einfach natürlich ist und sowohl Leben als auch Wissenschaft immer chaotisch sind. Chaos sei das perfekte Mittel, um eine Firma wie Biosyn zu stoppen. Daraufhin sollte die Kamera eigentlich näher an Alan Grant heranzoomen und Grant würde einfach nur in die Kamera sagen, dann lassen wir das Chaos mal beginnen. Würde ich sehr cool finden, die Szene wurde aber rausgeschnitten laut offiziellen Aussagen, weil das den Fokus zu sehr auf Alan Grant und eben Ellie Sattler gelegt hätte, quasi als wären die beiden so der Hauptanker des Films und das wären sie damit eben auch gewesen, weil die beiden ja wirklich auch das Chaos dann stiften, was Biosyn zum Untergang bringt, aber es gibt eben auch noch andere Figuren und andere Storystränge, die man dann damit einfach, naja, nicht so in den Hintergrund rücken wollte. Ich hätte es trotzdem zu gerne gesehen, weil ich glaube, der Spruch wäre doch sehr ikonisch gewesen. Und gerade, dass man hier auch dann vielleicht nochmal hätte auf Ian Malcolm eingehen können und auf seine Chaos-Theorie, wäre ein ziemlich cooler Callback an die alten Jurassic Park-Filme gewesen. Eine weitere, laut offiziellen Angaben herausgeschnittene Szene ist in meinem Kopf im Extended Cut dabei gewesen. Laut diesen Aussagen hier aber eben nicht, und da müsst ihr mir wieder weiterhelfen, ob ihr euch daran erinnert. Ich habe die Szene jetzt beim Durchgucken von Dominion, als ich da mal durchgesetzt habe, auch nicht mehr gefunden, aber ich meine, die irgendwo gesehen zu haben, und zwar ging es darum, dass Ellie Sattler und Alan Grant, als sie dann da im Flugzeug sitzen mit ich habe seinen Namen wieder vergessen, Riley zusammen, er hieß nicht Riley, ne, wie hieß er denn nochmal, oh Mann, Ramsay, mit Ramsay zusammen im Flugzeug sitzen, müssen sich die beiden dann später in den Gepäckraum nach hinten setzen und zwar zwischen zwei Kisten. In der Mitte sind dann eben wieder Anschnallgurte und Grant macht das, was er auch in Jurassic Park 1 gemacht hat und versucht die beiden weiblichen Stecker wieder zusammenzuführen. Diesmal greift Ellie Sattler aber dann ein, nimmt aber einfach ihren Gurt und den von Alan Grant und kettet sie beide dann damit zusammen. Also er schnallt sie beide dann zusammen an. Was auf der einen Seite eine sehr romantische Geste ist und auf der anderen Seite bringt es das Chaos wieder perfekt zur Geltung.
In Jurassic Park 1 gab es ja diese Szene mit diesen beiden weiblichen Anschnallern, weil es eben verdeutlichen sollte, okay, weiblich und weiblich, das geht irgendwie nicht miteinander zusammen. Das ist hier nicht handfest, dass es eben ineinander greift. Später dann im Film erfahren wir auch, dass Weibchen und Weibchen gezüchtet wurden, weil Dinosaurier sich eben nicht vermehren sollten. Da wir aber im Flugzeug sehen, wie Alan Grant es trotzdem schafft, sich mit zwei weiblichen Steckern anzuschnallen, indem er die eben um sich herum festgurtet, war das eine schöne Metapher in die Richtung, naja, doch irgendwie findet man schon einen Weg, auch damit klarzukommen. In Jurassic World Dominion hätten wir nun also sehen sollen, oder haben wir gesehen, meiner Meinung nach, wie Ellie Sattler aber dann eben sagt, okay, du alleine schaffst es eben nicht, dieses Chaos jetzt zusammenzuführen, aber zusammen, klack, da schaffen wir. Das ist eine ziemlich coole Metapher, die auch wieder zurück auf Jurassic Park 1 führt, gefällt mir persönlich sehr gut. Kayla verkauft den Lystrosaurus in einer Szene, die wir nur im Extended Cut gesehen haben und eben nicht in der Kinovariante. Hier wird Kayla dann quasi erstmal so richtig eingeführt. Ich meine, wir sehen sie auch kurz vorher nochmal an einem Flughafen, wo dann Maisie quasi landet, nachdem sie entführt wurde. Und jetzt sehen wir Kayla zum allerersten Mal, wie sie quasi schon so wie eine Unterweltchefin auf diesem Schwarzmarkt zu sehen ist, der eben auf Malta aufgebaut wurde. Und dann eben den Dinosaurier an einen Mann verkauft, der das Tier zum Kämpfen benutzen möchte. Und der eben darauf angefixt ist, weil der Saurier wohl sehr selten ist. Woher so einer das weiß, ich meine, woher generell bekannt ist, welche Saurier selten sind, ist auch wieder eine Frage, die wir uns einfach nicht beantworten können, um ganz ehrlich zu sein. Auf jeden Fall sagt dann Kayla auch, naja, er mag hässlich sein, aber er hat Kraft. Kraft, er ist hässlich, aber er hat Rückgrat. Oder irgend sowas sagt sie dann jetzt hier in den Dokumenten, ist zu lesen, er mag hässlich sein, aber er hat Geist. Das wurde so auf gar keinen Fall im Film gesagt. Auf jeden Fall ist diese Szene dann eben auch im Extended Cut zu sehen, obwohl sie aus der Kinofassung rausgeschnitten wurde. Auch die Szene, die eben dann darauf folgt, in der der Oviraptor gegen diesen Lystrosaurus kämpft und dann eben den Kopf abgebissen bekommt, die finden wir nur im Extended Cut und nicht in der Kinoversion. Eine weitere Szene, die weder der fertige Film im Kino noch die Extended Version enthalten haben, ist die gewesen, in der Kayla noch einmal von dem Käufer angesprochen wird, dass sie doch bitte eine Handvoll Dinosaurier eben von Malta nach Palermo verschiffen soll. Interessanterweise gibt es diese Fakten auch im Dino-Tracker zu finden, dass da eine bestimmte Route gekennzeichnet ist, die genau diesen Weg eben dann beschreibt. Das Ganze wurde aus dem fertigen Film, aus der Extended-Version herausgeschnitten. Ich denke mal aus Längengründen. Können wir nochmal ganz kurz einen Zwischenstopp machen und einfach mal darauf eingehen, dass Colin Trevorrow selbst gesagt hat, Wort für Wort, dass der Extended Cut die Variante ist, in der alle Szenen drin sind, die gedreht wurde? Die Szene mit dem Gespräch mit Kayla und dem Käufer, die wurde gedreht und war einfach nicht im Extended Cut. Wäre nicht das erste Mal, dass der liebe Trevorrow was erzählt, was vielleicht nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Aber ist okay, wie gesagt, so eine Szene hätte ich jetzt auch nicht wirklich gebraucht. Im Junior-Roman ist die Malta-Szene ebenso wesentlich länger beschrieben. Wir hätten zum Beispiel zum einen einen sogenannten Elmisaurus sehen sollen, der von Kayla dann in einen Frachtraum gebracht worden wäre, damit sie das Ding eben verschiffen kann. Wahrscheinlich hätte diese Szene direkt nach der von mir eben gerade erwähnten Szene spielen sollen, da würde das zumindest alles Sinn ergeben. Auch die Szene, wie der Allosaurus und der Carnotaurus quasi die Menschen terrorisieren auf dem Malta-Schwarzmarkt und der Allosaurus einen Mann zum Carnotaurus rüberschmeißt und der dann nochmal brüllt und der andere Mann dann ins Feuer fällt. Die Szene findet ihr so nicht im Kino-Cut. Die ist nur im Extended-Cut so hinterlegt worden, weil viele mir auch geschrieben haben, doch, Trubi, die habe ich im Kino gesehen. Nein, die Szene hast du so nicht im Kino gesehen. Die hast du so ähnlich im Kino gesehen, aber nicht in dieser Länge. Das ist eine offizielle Deleted Scene, die nur im Extended-Cut zu sehen ist. Und das wird auch auf den offiziellen Jurassic World oder eben Universal-Seiten ganz klar bestätigt. So eine Szene tut dem Film ganz gut, bin ich der Meinung, weil je mehr Dino-Action in einem Jurassic-Film, umso besser. Und gerade Jurassic World Dominion brüstet sich ja nicht unbedingt mit genialer Dino-Action, weil die ja meistens einfach nur von A nach B rennen. Und deswegen muss ich sagen, ich bin froh, dass diese Szene im Extended Cut vorhanden gewesen ist. Leia wird von einem Atrociraptor verfolgt. Ja, auch die Szene ist in der Extended-Variante länger als im Kino-Cut. Da sehen wir eben noch, wie Claire sich dann durch so Wäscheberge, Wäscheständer hindurch schlängelt und der Atrociraptor hinter ihr her ist, der dann eben ständig auf die Schnauze fällt, damit man irgendwie erklären kann, dass der sich Claire eben dann nicht zum Mittagessen schnappt. Eine Szene, die den Film jetzt nicht unbedingt bereichert, aber es ist eben auch, wie gesagt, nett, mehr Dino-Action in Dominion zu sehen.
Eine unbekannte Szene mit einem Pyroraptor wurde aus dem fertigen Film gestrichen und das finde ich sehr interessant, denn der Pyroraptor wurde komplett als animatronische Figur nachgebaut. Im Film sehen wir allerdings nur die CGI-Variante. Dabei ist ganz stark davon auszugehen, dass wir eigentlich noch einen Kampf zwischen dem Pyroraptor und einem Dilophosaurus hätten sehen sollen. Daraufhin weist zumindest ein Lego-Set, in dem genau diese beiden Dinosaurier vorhanden sind. Warum die Szene rausgeschnitten wurde, weiß ich nicht. Ich hätte gerne mehr von diesem Raptor gesehen, weil ich den vom Design ja doch sehr cool fand. Und ich fand seinen Auftritt zu kurz. Das war wirklich schwach. Und deswegen hätte ich mich darauf gefreut, das nochmal zu sehen und vielleicht echt nochmal einen Kampf zwischen einem Pyroraptor und einem Dilophosaurus. Ebenfalls hätte die Szene, die wir im Kino oder auch aus dem Extended Cut kennen, mit dem Pyroraptor und Owen und Kayla, hätte länger gehen sollen. Owen hätte Kayla darauf hinweisen sollen, dass sie dem Dino nicht in die Augen schauen soll, weil er dadurch eben noch aggressiver wird. Möglicherweise war die animatronische Puppe auch genau für diesen Moment gedacht, dass man eben auf die Augen des Tieres hätte drauf filmen können, aber dafür so eine Puppe extra zu bauen, wäre doch ein bisschen wahllos. Ich glaube, da steckt wirklich ein bisschen mehr dahinter und dass der Pyroraptor wirklich hätte mehr benutzt werden sollen. Kayla erwidert darauf hin, dass sie gar nicht auf die Augen geachtet habe, sondern nur auf die Zähne, auf die Krallen und auf das Gefieder und fragt daraufhin sogar an Owen gewandt, seit wann haben die eigentlich Federn? Und Owen antwortet daraufhin, schon immer. Das ist ziemlich cool, weil sich Jurassic World Dominion dann doch auch Mühe gegeben hat, Dinosaurier sehr realistisch zu den aktuellsten wissenschaftlichen Kenntnissen darzustellen, wie der T-Rex am Anfang, der dann diesen Flaum auf dem Kopf hatte. Das hat mir generell an dem Film sehr gut gefallen, dass sie da versucht haben, mehr drauf einzugehen und das wäre dann eben auch ein Teil davon gewesen. Da muss ich wirklich sagen, das hätte ich dann doch ganz gerne gehört, weil ich mag so kleine Hinweise, die dann auch wirklich merken, okay, auch dem Film ist das auch bewusst, dass die Saurier aus Jurassic Park und Co. eben einfach nur Monster waren und dass das jetzt ein Dinosaurier ist, wie er wohl wirklich ausgesehen hat früher. Lego-Set, von dem ich eben gesprochen habe, heißt sogar Pyroraptor vs. Dilophosaurus. Das bestätigt dann das vielleicht nochmal, was ich eben gerade gesagt habe, dass da noch eine Szene hätte kommen sollen und dass dafür die animatronische Puppe benutzt worden wäre. Eine sehr witzige Szene, die aus dem Film geschnitten wurde, wäre da gewesen, wo Ian Malcolm, Ellie Sattler, Alan Grant und Maisie in dem Fahrzeug wegfahren. Daraufhin hätte Alan Grant sich mit Ian Malcolm gestritten, dass er doch bitte nicht so schnell und nicht so rasant fahren sollte. Die Szene wurde allerdings rausgeschnitten, weil, und das finde ich sehr lustig, weil die Szene improvisiert war, beziehungsweise hat Sam Neill in der Szene wirklich Jeff Goldblum ermahnt, er solle doch bitte aufhören, so schnell zu fahren. Die beiden haben sich also so ein bisschen gekappelt da im Auto und die Szene hätten wir einfach im Film drin lassen sollen, das wäre sehr authentisch rübergekommen, wurde aber eben dann aus dem fertigen Film rausgeschnitten. Laurie aus Jurassic World 1 hätte eigentlich eine größere Rolle in Jurassic World Dominion spielen sollen, nämlich hätte er Franklins Rolle ersetzen sollen. Wir merken ja später, wie Owen und Claire dann eben Franklin nochmal kontaktieren, damit sie eben dann auch herausfinden, dass Barry sich auf Malta befindet und dann wird dann eben das Ganze mit in Malta einschleusen dann da veranlasst. Ursprünglich hätte diese gesamte Szene eigentlich Laurie bekommen sollen, der für das CIA gearbeitet hätte und eben Claire und Owen geholfen hätte, auf Malta in den Schwarzmarkt zu gelangen. Hätte ich sehr cool gefunden, weil ich kann Franklin überhaupt nicht leiden und finde Laurie hingegen einen ziemlich coolen Charakter und da gab es sogar Konzeptzeichnungen dafür, wo man Laurie schon gesehen hatte. Der Schauspieler konnte allerdings aufgrund der Corona-Pandemie nicht pünktlich am Set erscheinen und wurde deswegen einfach mal durch Franklin ersetzt, der eben noch am Set gewesen ist, weil der ja am Anfang auch kurz eine Rolle gespielt hat, zusammen mit Bryce Dallas Howard als Claire. Es hätte ursprünglich einen alternativen Kampf geben sollen und jetzt haben wir uns ja auf diesem Kanal schon so viel alternativen Endkämpfe angeschaut. Giganotosaurus gegen T-Rex gegen Tyrannosaurus und da haben wir uns ja schon zusammengesponnen, wenn der Spinosaurus aufgetaucht wäre, wenn der, was weiß ich, wer alles aufgetaucht wäre. Der Kampf hätte ursprünglich tatsächlich so ablaufen sollen, dass der Pyroraptor, ich habe euch die Quellen mal wieder unten verlinkt, das ist kein Scheiß, der hätte nämlich in den Kampf zwischen dem T-Rex und dem Giganotosaurus mithelfen sollen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Ganze so abgelaufen wäre, dass wir eine Szene bekommen hätten, ähnlich wie in Jurassic Park 1, wo aber dann der Giga gegen diese Raptoren kämpft und dann eben der T-Rex mit dazukommt und dann eben den Giga tötet. Hätte ich lieber gesehen, ich fand der Tyrannosaurus, der hatte eine ziemlich coole Szene gehabt, wo er eben dann zum allerersten Mal auftaucht und dann Claire blind hinterherjagt. Und das war schon sehr imposant und mitunter vielleicht sogar die beste Szene aus dem gesamten Jurassic World Dominion Film. Aber ich bin der Meinung, dass dieser Dinosaurier im Endkampf relativ
lächerlich rübergekommen ist. Also irgendwie hat mir da irgendwas nicht gepasst. Und da hätte ich zum Beispiel so einen coolen Pyro-Raptor oder vielleicht auch so eine ganze Herde von diesen Raptoren wesentlich lieber gesehen. Warum die Szene rausgeschnitten wurde? Vielleicht, weil es einfach nur wieder zu viel Callback an Jurassic Park gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Also das mit dem ganzen Pyro-Raptor, der sollte anscheinend eine wesentlich größere Rolle gespielt haben, als wir den wirklich dann im Film gesehen haben. Es hätte eine alternative Rede von Ian Malcolm geben sollen, die sich sehr stark an Michael Crichtons Roman orientiert hätte. Die Rede hätte wie folgt ausgesehen, beziehungsweise hätte Ian Malcolm Folgendes gesagt. Für einen Menschen sind 100 Jahre eine lange Zeit, aber für die Erde sind 100 Jahre nichts. 1 Million Jahre nichts. Wir sind morgen weg und die Erde wird uns in der Zukunft auch nicht vermissen. Mein Punkt ist, dass der Planet nicht in Gefahr ist, wir sind in Gefahr. Menschen haben kein größeres Recht auf Sicherheit und Freiheit als jene andere Geschöpfe auf diesem Planeten. Wir haben nicht nur keine Herrschaft über die Natur, wir sind ihr untergeordnet und doch zerstören Menschen Dinge so effektiv. Ich frage mich manchmal, ist das vielleicht unsere Funktion? Vielleicht kommt alle paar Äonen ein Tier daher, das außergewöhnlich mörderisch ist, damit die Evolution voranschreiten kann in eine nächste Phase. Und jetzt haben wir hier die Gelegenheit, das Leben neu zu schreiben. Ist ein ziemlich düsterer Satz, weil es dann einfach nur darum geht, dass wir Menschen nur auf der Erde sind, um eben das zu machen, was wir auch aktuell in der Realität machen, nämlich alles kaputt zu machen, dass sich dann irgendwann eine Spezies an diese zerstörte Welt anpasst. Und wenn wir dann schließlich weg sind, gibt es dann eben die nächste Evolutionsstufe. Wenn wir nur dafür da sind, machen wir das bis jetzt ganz gut. Hätte ich sehr gerne gesehen, den Satz im Film, weil das so eine tiefgründige Geschichte ist und ich mag sowas ja sehr gerne. Da habe ich auch hier mit dem nächsten Satz so ein kleines Problem, denn hier in der Liste ist aufgeschrieben, dass die Malta-Szene ursprünglich noch 3 weitere Dinosaurier hätte zeigen sollen. Zum einen wäre darunter gewesen ein Allosaurus, den haben wir auch im Film gesehen, der hätte ursprünglich ein bisschen anders aussehen sollen. Einen Carnotaurus, auch den haben wir gesehen, der hätte ursprünglich auch ein bisschen anders aussehen sollen. Und einen Spinosaurus. Bevor jetzt hier alle sagen, ja, macht ja Sinn, nachdem was du schon alles erzählt hast, sage ich ja. Allerdings bezieht sich diese Quelle hier auf dieses Bild. Und unter diesem Bild wurde auch schon mal von Universal offiziell geschrieben, dass es sich hierbei um einen Carnotaurus, einen Baryonyx handelt. Deswegen, das ist kein Spinosaurus hier. Ich glaube, dass das einfach nur falsch aufgenommen wurde. Es sei denn, das Bild bezieht sich auch nicht auf diesen Satz. Man hat ganz ursprünglich wirklich gedacht, hier auch nochmal einen Spinosaurus mit einzubauen. Kann natürlich auch sein. Der Spino hätte anscheinend überall mal auftauchen sollen und hat es dann aber auch nicht geschafft. Ziemlich traurige Geschichte eigentlich. Rexys Flashback, nachdem er gegen den Giganotosaurus kämpft, ist nicht im Kino-Cut, sondern nur in der Extended-Variante zu finden, weil das auch Sinn macht, weil dieser gesamte Flashback ja auf den Prolog zurückzuführen ist. Und den Prolog haben wir eben im Kino-Cut nicht gesehen, nur im Extended-Cut, und deswegen gab es auch diesen Flashback hier nur im Extended-Cut. Eine Szene, die aus beiden Fassungen, die wir erhalten haben, rausgeschnitten wurde, die ist also gar nicht im Film oder im Extended-Cut ist also weder im Kino noch im Extended-Cut gibt, ist eine Szene mit Dr. Ellie Sattler, die eine Probe einer Riesenheuschrecke mitgenommen hat auf diesem Balkon, wo dann später der Giganotosaurus auftaucht. Dieser schafft es dann aber, das gesamte Gerüst zum Einknicken zu bringen. Daraufhin fällt dieser Tote oder die Probe eben dieses toten Heuschreckenkörpers in das Maul des Giganotosaurus rein. Er frisst es eben dann daraufhin und dann schreit Ellie Sattler auch dieses aus dem Trailer bekannte No, 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 no. Also die Szene ist im Trailer zu sehen, aber im fertigen Film eben nicht. Ellie schafft es dann aber im Verlauf noch von den herunterfallenden Heuschrecken einer Heuschrecke ein Bein auszureißen und nimmt dann eben dieses ausgerissene Bein als DNA-Probe mit für ihre Bestätigung, dass Bios hinter allem steckt. Eine Szene hätte es noch geben sollen, in der Ramsay dann auch Louis Dodgson zu Rede und Antwort stellt, und das Ganze sehen wir ja auch im Extended Cut, also die Variante hat es nicht im Kino gegeben, aber in der Extended Version, wo sie an diesen Hexapods stehen. Und Louis Dodgson ja vorher gesagt hat, ja, Ellie Sattler und Alan Grant befinden sich da unten in Gefahr bei den Dinosauriern, wir schicken da jetzt Hilfe hin. Und Ramsay findet dann eben heraus, dass das überhaupt nicht stimmt, also Louis Dodgson hat nie Hilfe losgeschickt. Auf Malta hätten wir noch einen Stegosaurus sehen sollen, der auch rausgeschnitten wurde, und dafür gab es auch mal wieder eine Miniatur, die wir aber nicht gesehen haben. Wir hätten die Barbasol Rasierschaumdose sehen sollen. Tatsächlich hätte die aber nicht einfach nur im Regal bei Louis Dodgson hinten gestanden, sondern wir hätten gesehen, wie Louis Dodgson diese Dose gefunden hätte, quasi. Wir hätten das gesehen, was wir jetzt in Jurassic World Camp Cretaceous gesehen hätten, nur eben in Jurassic World Dominion.
Warum die Szene rausgeschnitten wurde, ich kann mir vorstellen, dass das einfach nochmal eine Szene gewesen wäre, wo wir die Isla Nublar nochmal hätten erblicken müssen, logischerweise, weil die Dose ja auf der Isla Nublar verschollen ist. Das heißt, wir hätten jetzt hier quasi noch einen Prolog gehabt, der nach dem eigentlichen Prolog kommt. Das wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen, aber ich hätte so eine Szene zum Beispiel mit Lewis Dodgson, der die Spraydose auf der Isla Nublar findet, zu gerne als Prolog von Jurassic World Fallen Kingdom gesehen. Da hätte man dann hier den nächsten Bösewicht schon so ein bisschen ankündigen können. Und das waren sie jetzt auch gewesen, alle Deleted Scenes aus Jurassic World Dominion. Wie haben sie dir gefallen? Ich muss sagen, ich finde gerade die, die wir gar nicht gesehen haben, zum Großteil wirklich sehr interessant und auch sehr cool. Und muss sagen, ja, vielleicht bekommen wir irgendwann nochmal einen Extended Cut, wo wirklich alle Szenen dann drin sind. Denn wenn ihr mal auf den Link meiner Quelle draufklickt, da kann man auch nachlesen, dass da wirklich sehr viele Szenen von abgedreht wurden. Wie ist deine Meinung dazu? Du bist wie immer gefragt, schreib es mir in die Kommentare und da bin ich raus für heute mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.